watch me. Und ich glaube, wir sind The Rhino. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich habe immer noch keinen Gesang. Müsst ihr lauter mitsingen. Ja, lass mal weitermachen, das geht schon. Back to the
deutschen Boden. Dankeschön. Habt ihr noch Bock? Ich hab richtig Bock. So geil, dass ihr so viele hier seid. Danke, dass ihr alle hier seid. Sollt mir wirklich viel. We'll be right back.
Ich möchte eine Kleinigkeit sagen. Oh, das ist so komisch, wenn ihr mich alle anguckt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dreht euch um. Also, naja, auf jeden Fall. Es ist heute mein letzter richtiger Gig mit The Rhino und für Tim auch. Also Tim ist jetzt eingesprungen die letzten Male bei uns. Ich war jetzt 2 Jahre lang in der Band und habe mich dazu entschlossen, die Band zu verlassen, weil ich mein eigenes Projekt machen will und so. Das ist auch alles gut. Es hat mega Spaß gemacht mit The Rhino. Und nicht nur das Musikspielen und die Gemeinschaft, eine Band zu sein, nicht nur das auf der Bühne stehen, sondern auch, dass Leute vor der Bühne stehen. Das hat mir immer sehr viel bedeutet. Ja, danke. genau, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass heute so viele Leute gekommen sind. Also, genau, das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass wir diesen letzten richtigen Abend mit mir nochmal, dass wir nochmal richtig krachen lassen. Ehrenlos! Aber das liegt dann aber nicht nur an mir, sondern auch an euch. Also ich muss ein bisschen die Verantwortung an euch abgeben in dieser... mir fehlt das Wort. Ihr müsst heute nochmal extra Gas geben für Ben und Tim. Ja, genau so. Ich bin noch länger, denn mir ist das egal. Mich seht ihr leider noch öfter. Aber die beiden heute zum letzten Mal mit mir auf der Bühne. Also gebt nochmal Gas, come on! Ich will eine richtig ehrenlose Pizza in hier vorne. Ja, ein Moshpit wäre schön.
Dankeschön. Der nächste Song ist Ultrafix. Thank you.
von Zelle 14. Ich finde es wirklich schön, dass ihr alle da seid. Bedeutet es so viel. Es ist für mich auch das Ende von so einer Ära. Und jetzt kommt demnächst Rhino 2.0. Ich sag mal, höher, besser, weiter, aber halt nicht mit Ben leider. Auch nicht mit Tim. Das tut weh. Aber ich möchte nochmal einen Applaus für die beiden. Weil es war schon saugeil mit denen. Wenn ihr eine Band gründen wollt, so kloppt euch um die. Wir coolen es noch mal ein bisschen. Geht's euch gut? Ja. Ich hab euch alle sehr lieb. Little black submarines operate, please put me back on the line. Told my girl I'd be back.
Ihr macht mich so glücklich, Leute. Ohne Scheiß. Der nächste Song ist ein neuer Song. Und wir haben die Erfahrung gemacht, der funktioniert nur gut mit euch. Also es klingt jetzt so, als würde ich das immer sagen, so, aber das haben wir halt wirklich festgestellt, so, wenn wir den nur alleine spielen, ist der voll scheiße, aber mit Publikum ist der gut. Finde ich. Der Song heißt Unsaid, Undone. Ja, ihr versteht mich schon. We'll be right back.
Dankeschön. Der nächste Song ist auch ein neuer Song und ich werde jetzt versuchen, den anzusagen während der Stimme. Das geht meistens schief. Der nächste Song heißt No Gods und ist ein sehr wichtiger Song. Und der handelt davon, manchmal wartet man so auf den richtigen Moment und dass einem irgendwer hilft, aber meistens ist jetzt der Moment und meistens hat man das irgendwie selbst in der Hand. Deshalb No Gods. I'm in a helpless situation, neither happy nor free. So I pray to my good gods, but they won't answer me. I work harder every day, clouds are in rain, but never reap no happiness. Why won't you answer me? Well, if your gods don't answer, don't pray to the gods at night. Hey! Dankeschön. Der nächste Song, den spielen wir jetzt, oder ich spiele den seit 6 Jahren.
Und der Song, das ist mit womit alles angefangen hat. Geben wir nochmal Gas! Oder war das schon alles? Habt ihr noch? Ja! Habt ihr noch? Der nächste Song ist ein Song, den spielen wir heute zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal.
Ich habe, da es nämlich ja mein letzter Gig ist, habe ich mir einen Song gewünscht, den wir spielen können. Und ich weiß nicht genau, wie ich auf den Song kam, aber ich dachte ich mir immer... Nicht. Ja, ja, natürlich nicht. Also ich dachte mir auf jeden Fall immer schon, der würde eigentlich mit Rhino geil klingen. Ist ein sehr alter Muse-Song namens Muscle Museum. Damals, als die letzten paar Alben waren, höchstgradig cringe, aber damals war das noch nicht so. Und war einer der ersten Songs, die ich auf dem Bass gelernt habe. Und ich dachte, das funktioniert gut und deswegen für die Special Occasion. Thank you.
Ihr kennt den ja fast alle. Jetzt kommt schon der letzte Song. Jetzt kommt der letzte Song. Der ist Chief of the Sound. Das ist der Lieblingslied, so generell oder nur von uns? Generell. Das berührt mich sehr. Nein, es ist mega geil, dass ihr alle da seid. Nur für uns. Ich liebe euch auch. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein krasser Turn-Up ist. Wirklich, es ist sehr geil. Dankeschön. Thank you.
wir waren The Rhino. Schönen Abend noch, schön, dass ihr alle da wart. Wir hatten riesen Spaß mit euch. Ja, okay, ihr wisst, dass wir noch einen Song haben. Wir wissen, dass wir noch einen Song haben. Das ist irgendwie wie versteckt, so dieses Peekaboo für Erwachsene. Okay, einen haben wir noch. Jetzt müsst ihr euch aber einen kurzen Werbeblock anhören. Wir haben Merch, den gibt's da hinten. Wir haben so mega geile T-Shirts von einer Künstlerin aus Mainz designt. Ja, wenn ihr euch gefallen und ihr kauft die, dann macht uns das sehr glücklich, weil uns das sehr unterstützt. Weiter geht's! Aber wir brauchen euch! Ich will ein bisschen mehr Bewegung sehen. Aber viel mehr Bewegung, come on. We'll be right back.
auf dem fucking Open Ohr. Schönen Abend noch. Wir waren der Rhino. Peace out. Es grenzt an Maßlosigkeit. Was sagt denn die Uhr? Habe ich's okay? Nee. Können wir noch einen schnellen Song? Wir spielen ihn schneller. Ja? Er wackelt mit dem Kopf. Ja, ja, okay. Nicht mehr gespielt, aber ich bräuchte dafür ein bisschen Raum hier vorne. Und sobald ich diesen Raum verlasse, könnt ihr aber gerne wieder diesen Raum auffüllen. So. Ich habe eine bessere Idee. Nimmst du den Ben mal auf deine Schultern? Ja, mutig meine ich. Ich glaube, das wäre angebrachter. Du darfst ihn gerne abgeben, Mo.